Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. In diesen Tagen endet im ganzen Land der Lockdown und lässt bei den meisten Menschen ein Frühlingsgefühl der Entspannung entstehen. Die innenpolitische Lage offenbart hingegen abseits von Corona mehr Spannungen denn je. Unser Thema heute: Kanzler, Opposition, Justiz, die Suche nach der Wahrheit. Vor dem Untersuchungsausschuss mit dem offiziellen Titel Mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung, gemeinhin als Ibiza-U-Ausschuss tituliert, sind vor allem mehrere Beantwortungen von Sebastian Kurz in den Fokus geraten. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat wegen möglicher Falschaussagen Ermittlungen eingeleitet und dokumentiert in einem 58-Seiten-Akt Widersprüche zwischen Aussagen von Kurz und Chatprotokollen. Ob der Strafantrag zu einem Prozess führt, ist offen. Ein angeklagter, amtierender Bundeskanzler wäre jedenfalls eine österreichische Premiere. Werfen Sie mit mir einen Blick zurück auf die vergangenen Wochen. Hausdurchsuchung beim amtierenden Finanzminister. Gernot Blümel von der ÖVP wird wegen Verdachts auf Bestechlichkeit von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigter in der Causa Casinos geführt. Der Verfassungsgerichtshof fordert den Finanzminister auf, dem Ibiza-U-Ausschuss E-Mails und Akten zu liefern. Dem kommt Gernot Blümel erst nach, als der Verfassungsgerichtshof den Bundespräsidenten einschaltet. Ich wende mich heute an Sie, weil etwas eingetreten ist, was es in dieser Form in unserem Land noch nicht gegeben hat. Der Finanzminister liefert noch am selben Tag 65.000 doppelt bedruckte Seiten in 204 Ordnern, verpackt in Umzugskartons. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP kann sich vorstellen, die Wahrheitspflicht im U-Ausschuss abzuschaffen. Die Tourismusministerin pflichtet ihm bei. Ich glaube, dass man absolut auch darüber diskutieren kann. Und vergleicht den U-Ausschuss mit einer politischen Löwinger Bühne. Vergangenen Mittwoch schließlich der Knalleffekt. Bundeskanzler Kurz wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt, wegen Verdachts auf Falschaussage vor dem U-Ausschuss, was Kurz vehement bestreitet. Er greift die Opposition frontal an. Jeder Mörder wird vor Gericht mit mehr Respekt behandelt als eine Auskunftsperson im U-Ausschuss. Ermittlungen, eine mögliche Anklage und eine mögliche Verurteilung. Welche politischen Konsequenzen müssen wann gezogen werden? Für Gernot Blümel und Sebastian Kurz gilt die Unschuldsvermutung. Die Suche nach der Wahrheit, ein politisches Minenfeld. Bei mir sind alle Nationalratsabgeordneten zu Gast, die zugleich die Fraktionsvorsitzenden im Untersuchungsausschuss sind. Schönen guten Abend, Andreas Hanger, ÖVP. Guten Abend. Nina Tomaselli, die Grünen. Kai-Jan Kreiner, SPÖ. Christian Hafenecker, FPÖ. Guten Abend. Und Stefanie Crisper, NEOS. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Herr Hanger, Sie sagen, die Opposition attackiert, die Opposition arbeitet mit Anzeigen. Faktum ist, dass die Justiz, in dem Fall die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Haben Sie uneingeschränktes Vertrauen in die unabhängige Justiz? Die habe ich, ja, keine Frage. Die unabhängige Justiz ist ein ganz wichtiges Fundament für einen Rechtsstaat. Und die Frage kann ich mit Ja beantworten. Frau Tomaselli, der Bundeskanzler wirft dem Untersuchungsausschuss vor, ganz bewusst mit Suggestivfragen, mit Unterstellungen zu arbeiten und zu versuchen, die Auskunftspersonen, ich zitiere, irgendwie in eine Falschaussage hineinzudrängen. Er sieht sich als Opfer des U-Ausschusses. Geben Sie dem Kanzler recht? Keinesfalls. Wir befragen jetzt seit gut einem Jahr im Untersuchungsausschuss und in aller Regel sind das sehr seriöse Befragungen und
werfen wir auch einen Blick vielleicht auf die Empirie und auf die Statistik. Wir haben jetzt gute 100 Auskunftspersonen befragt und tatsächlicherweise gibt es insgesamt 3 Beschuldigte. Das ist der angesprochene Kanzler, sein Kabinettschef und seine ehemalige Vizeparteichefin. Und dass er das jetzt so deutet, das sei ihm unbenommen. Ich deute die Ereignisse der vergangenen Tage ganz, ganz anders, nämlich, dass man sieht, dass mehr denn je, wie wichtig es ist, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben, dass wir funktionierende Kontrollinstitutionen haben und all die Ereignisse aus den letzten Tagen, die der Bevölkerung in Österreich zu Recht sauer aufstoßen, bergen auch eine gute Nachricht, finde ich, in sich, nämlich, dass der Rechtsstaat, der unabhängige Rechtsstaat funktioniert. Denn die Justiz, die scheut sich auch nicht zurück, gegen Wohlhabende oder in dem Fall gegen Mächtige vorzugehen. Und insgesamt bin ich darüber sehr, sehr froh. Frau Crisper, die ÖVP sagt, der Untersuchungsausschuss funktioniere nicht in der Form, wie er sollte. In der ZIB 1 haben wir gehört, den Staatsanwalt Gerhard Jarosch, der gemeint hat, dass es oft in einem Untersuchungsausschuss leider darum ginge, den Gegner anzupatzen. Er würde eben plädieren für anständige Umgangsformen. Wir haben auch gehört, der Kanzler hat zitiert einen Satz, ein Mörder wird besser behandelt als Auskunftspersonen vor einem U-Ausschuss. Und da hat der Ilse Huber zitiert, die Verfahrensrichterin, die nicht zuletzt auch hingeworfen hat oder das zurückgelegt hat vergangenes Jahr, weil Sie etwas gesagt haben, wo eben das Mikrofon offen war. Ist das, verstehen Sie eben jetzt auch die Kritik von Gerhard Jarosch? Ja, ich habe mich schon bedauernd geäußert zu meinem Statement, das sie auf sich bezog, was ich sehr bedauere, weil das nicht so war, sondern den Umständen geschuldet, die dort herrschen, nämlich, dass wir in endlosen Debatten über Geschäftsordnungsdiskussionen uns hier verlieren. Was zu der Kritik des Herrn Kanzlers zu sagen ist, dass es einer Auskunftsperson so schlecht ginge, deren Rechte sind ja völlig geschützt. Und wäre es so schlimm, wäre der Vorsitzende selbst hier verantwortlich, Wolfgang Sobotka, dass er nicht auf die Rechte der Auskunftsperson schaut. Das tut aber er, der Verfahrensrichter, die Vertrauensperson der jeweiligen Auskunftsperson und der Vertrauensanwalt. Das zermürbende im Ausschuss sind die Geschäftsordnungsdebatten und Sonstiges, die immer von Seiten der ÖVP in unterschiedlicher Gestalt an uns herangetragen werden als Opposition, sei es in der Gestalt von Sobotka, der hier reinkrätscht und stört durch Diskussionen, die er aufwirft und dadurch uns aus dem Fragefluss bringt, sei es von Seiten der Fraktion der ÖVP oder von Seiten der Auskunftspersonen, die von der ÖVP selbst kommen, wie ein Finanzminister Blümel, der sich in einem besonderen Ausmaße oft nicht vermeintlich erinnern konnte, einem Kabinettschef Bonelli oder anderen Mitarbeitern von Sebastian Kurz, die sich hämisch verhalten haben, unseren Fragen und unserer Position gegenüber, oder einem Kanzler selbst, der so ausschweifend antwortet, wo Sobotka eigentlich zur Sache rufen müsste, damit wir keine Fragezeit verlieren, was er nicht tat, dass uns die Fragezeit abhanden kommt. Und wer ist jetzt dagegen, dass man das Ganze öffentlich macht, damit sich jeder Bürger, jeder Bürgerin selbst ein Bild machen kann und nicht ÖVP davon profitiert, hier irgendwas erzählen zu können, wie schlimm es da sei im Untersuchungsausschuss? Nur die ÖVP. Und von uns liegt ein Antrag im Geschäftsordnungsausschuss des Parlaments schon längst, der hat schon eigentlich eine Staubschicht, weil wir wissen, dass die ÖVP es bis jetzt abgelehnt hat, über diese Öffentlichkeit zu sprechen. Wir hören seit neuestem, sie ist gesprächsbereit, aber immer nur mit einem Aber. Und wir warten uns hier sofort Gespräche und Abstimmungen über die Öffentlichkeit ohne Wenn und Aber, um diesem Spielchen der ÖVP ein Ende zu setzen. Sie haben am Mittwoch, Herr Hanger, jetzt nur eine kurze Frage, eben gleich zur Konkretisierung bei Puls 4 gesagt, dass Sie sich das vorstellen können. Gibt es ein klares Ja? Damit könnte sich ja die Öffentlichkeit tatsächlich ein Bild machen, wie es in einem Untersuchungsausschuss jeweils, wie Sie das eben sagen, zugeht oder eben nicht zugeht. Ich meine, ich muss jetzt einmal eine kleine Replik machen auf das, was die Frau Abgeordnete Crisper gesagt hat. Wir können uns das vorstellen, immer im Zusammenhang mit einer Gesamtreform, aber nur, ich möchte schon einmal auch klarstellen zu den Dingen, die hier gesagt worden sind. Ich meine, die Vereinigte Opposition hat ein Ziel, Kurz muss weg, es ist ja nicht mehr. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, da ist ja jede Methode und jedes Instrument recht. Mittlerweile ist es der Untersuchungsausschuss, okay, aber ich sage Ihnen, ich mache einmal einen Bericht, wie ich den Untersuchungsausschuss erlebe. Wir haben dort Auskunftspersonen, die werden von den Oppositionsparteien geladen, die werden dann gar nicht befragt. Wir haben Auskunftspersonen, die werden vorher von der Frau Crisper angezeigt, dann kommen die Auskunftspersonen in den Ausschuss und dann beschwert man sich wieder
dass sich die Auskunftsperson, dass die Auskunftsperson von diesem Grundrecht, das Grundrecht in Anspruch nimmt. Und das wirklich Ärgerliche, wir warten jetzt seit Wochen, haben wir Situation, kein Erkenntnisgewinn, keine Neuigkeiten. Es ist das einzige Ziel da, dass man Auskunftspersonen in Widersprüche verheddert, damit man sie danach der falschen Aussage belangen kann. Und das ist die Situation im Untersuchungsausschuss. Ich weise übrigens ganz strikt auch zurück die Situation, dass sie so quasi darstellen, das ist alles so okay mit den Auskunftspersonen. Ich habe persönlich an Mitarbeiter des Kanzleramts 3 Tage nach dem Ausschuss gesprochen. Die war fix und fertig. Ganz einfach deshalb, weil man das Entschlagungsrecht nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Da wird mit Fangfragen gearbeitet, da wird unterstellt, da wird skandalisiert. Ich möchte mich bei den NEOS noch einmal bedanken, dass sie dieses Dossierthema aufgegriffen haben. Weil genau dieses Dossier ist nichts anderes als eine Faktensammlung von Unterstellungen, Beleidigungen. Und ich muss dem Kollegen Greiner da jetzt ein bisschen helfen, dahingehend, ich habe immer geglaubt, der Kollege Greiner ist der am meisten mit diesen Unterstellungen und Beleidigungen agiert. Ich muss Ihnen leider sagen, Frau Kollegin Crisper, das sind schon Sie, wie Sie dort agieren. Diese berühmte Aussage, die Sie zu verniedlichen, die ist passiert, die haben Sie gesagt. Und wir brauchen dringend eine Geschäftsordnungsreform. Wir brauchen eine klare Definition des Untersuchungsgegenstandes. Wir brauchen eine klare Definition. Gut, aber ich halte fest, Herr Hanger, ich halte fest. Da gibt es viel, viel zu tun. Jetzt habe ich Ihnen lange Gelegenheit gegeben, aber ich halte fest, dass Sie nicht ein klares Ja sagen können, ohne Wenn und Aber, dass es öffentlich gemacht wird, also öffentlich übertragen wird, damit die Menschen sich selber auch ein Bild machen können. Ich darf präzisieren, mittlerweile hat bei uns ein Meinungsumschwung, der ist passiert, weil wir die Hoffnung haben, dass sich auch dann der Herr Kollege Greiner etwas ordentlicher benimmt im Ausschuss. Wir haben Situationen gehabt, wo Chips gegessen werden und wo dann ganz salopp, das sind Auskunftspersonen. Also ja oder nein, ich möchte jetzt nicht, dass Sie ausführen, sondern... Immer im Zuge, wir müssen natürlich die Details diskutieren, gilt das für alle, aber prinzipiell können wir uns das vorstellen, immer im Zuge einer Gesamtreform. Wir brauchen auch den Schutz der Persönlichkeitsrechte und vieles, vieles mehr. Darüber reden wir noch. Oliver Scherbaum, ein Vertrauensanwalt, eine Auskunftsperson von der SPÖ, Herr Greiner, hat auch in der ZIP 1 gemeint, dass der Ton sehr rau ist. Ist das so? Der Ton ist manchmal sehr rau, ja, besonders wenn die ÖVP befragt. und wenn es hier um Unterstellungen geht, dann sind die Weltmeister der Unterstellung die ÖVP. Aber wenn man den Untersuchungsausschuss sich ansieht, dann ist es doch eines gekennzeichnet, nämlich dass die ÖVP von Tag 1 versucht hat, die Aufklärung zu behindern und zu verhindern, dass der Untersuchungsausschuss überhaupt vernünftig arbeiten kann. Es wurde beeinsprucht, überhaupt der Untersuchungsgegenstand, bis der Verfassungsgerichtshof festgestellt hat, dass was die NEOS und wir hier als Untersuchungsgegenstand definiert hat, ist rechtlich in Ordnung und klar definiert. Also ich meine, besser als Verfassungsgerichtshofs geprüft kann es keinen Untersuchungsgegenstand geben. Und dass wir nach über einem Jahr noch immer auf Akten und Unterlagen warten, die uns vor mehr als einem Jahr hätten geliefert werden müssen. Und wir müssen wegen jedem E-Mail, wegen jedem Akt, wegen jedem Kalendereintrag immer zum Verfassungsgerichtshof gehen. Wir gewinnen dort fast immer, weil wir ja nichts Utopisches verlangen, sondern nur die Akten und die Unterlagen, die dem Untersuchungsausschuss zustehen. Die ÖVP behindert oder versucht hier das Ganze zu behindern, aber ganz ehrlich, ich werde mich bisher davon nicht beeindrucken lassen und wir werden das auch in Zukunft nicht machen, sondern sehr ruhig, sehr unaufgeregt und sehr konzentriert uns einfach ansehen, war die türkis-blaue Bundesregierung käuflich und da kann ich jetzt schon sagen, ja, das war sie und nein, wir haben eine Reihe von Beispielen. Das ist die Märchenstunde von meinem Kollegen Greiner, die wir kennen. Herr Hafenecker, das ist nämlich wahrscheinlich auch der Punkt für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Natürlich ist das wichtig für die Arbeit, die Akten etc. und E-Mails und so weiter, aber das oft verloren geht, worum geht es in dem Untersuchungsausschuss? Der Untersuchungsausschuss ist ein Kontrollorgan des Parlaments. Er wurde eingesetzt, nachdem morgen genau vor 2 Jahren das Ibiza-Video aufgetaucht ist und eben, es heißt ja offiziell eben mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Es geht darum, dass untersucht werden soll, wurde ein Gesetz gekauft oder hat es auch eine Anbahnung eines Kaufs gegeben? Weil man hat ja inzwischen manchmal das Gefühl, dass in Ibiza nicht ihr ehemaliger Parteichef Strache und der ehemalige Clubobmann der FPÖ Gudenus waren. Was ist denn die Erkenntnis aus Ihrer Sicht? Wurden Gesetze gekauft, wie es jetzt auch Jan Greiner sagt?
Ja, schauen Sie, ich glaube, man muss noch einmal zurückgehen an den Start des Untersuchungsausschusses. Und der war natürlich dazu angetan, die FPÖ in ein Eck zu stellen und schlussendlich dann auch politisch fertig zu machen. Und hat sich aber relativ rasch eines herausgestellt, dass wir seitens der FPÖ unsere politischen Konsequenzen gezogen haben. Das darf man ja nicht vergessen. Heinz-Christian Strache ist am Tag nach der Präsentation des Ibiza-Videos zurückgetreten. Er hat hier politische Konsequenzen gezogen. Sebastian Kurz und Gernot Blümel haben das halt bis heute nicht gemacht. Und auch Johann Kutenus ist zurückgetreten. Und ich denke, wir haben als Partei dafür gesorgt, dass auch ein Akt der politischen Hygiene stattgefunden hat. Und wir haben uns vor allem auch im Gegensatz zur ÖVP nie vor der Aufklärung dieser ganzen Umstände verschlossen. Wir arbeiten in diesem Untersuchungsausschuss mit. Und die ÖVP macht auf der anderen Seite genau das, was sie von Beginn weg gemacht hat. Sie blockiert die Aufklärung. Das geht über mehrere Ebenen. Zum einen geht es über den Vorsitz, den Wolfgang Sobotka führt. Und zum anderen geht es natürlich auch über die Arbeit der Fraktion im Untersuchungsausschuss, die ständig, und ich glaube, das ist ja keine Wahrnehmung, die nur ich habe, sondern das sagen ja auch alle anderen Kollegen, ist natürlich dieses Stören, das ständig von der ÖVP im Untersuchungsausschuss gemacht wird. Sie sind jetzt geschickt meiner Frage natürlich ausgewichen. Gesetzeskauf, hat es den gegeben? Also aus meiner Sicht nicht, wobei man jetzt natürlich noch sagen muss, es sind jetzt natürlich einige Verfahren anhängig. Vor allem die Prigraf-Verfahren, über die haben wir ja bereits gesprochen. Da wird sich natürlich herausstellen, was da im Hintergrund passiert ist. Und ich glaube, das war ja auch wichtig, dass wir das im Untersuchungsausschuss einmal diskutiert haben, diese Themen. Vor allem auch, was die Rolle der ÖVP hier betroffen hat, vor allem auch, was hier Spenden betrifft. Sie wissen, Hartwig Löger ist in dieser Angelegenheit ja mittlerweile auch beschuldigt, wie viele andere auch. Und natürlich hat der Untersuchungsausschuss die Aufgabe gehabt, diese Themen sozusagen mal aufzuspielen. Jetzt ist natürlich die Justiz am Zug und die muss schlussendlich auch klären, was hier stattgefunden hat. Man darf ja das nicht verwechseln. Unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss ist es, hier die politische Verantwortung zu klären. Die FPÖ in Gestalt von Heinz-Christian Strache hat damals politische Verantwortung für ihr Tun übernommen. Auf der anderen Seite ist die Führungsriege der ÖVP noch immer im Amt und das mit Biegen und Brechen. Wie gesagt, wenn schon der Herr Bundespräsident Akten eintreiben muss vom Finanzminister Blümel und es mittlerweile wirklich viele Beschuldigte in der ÖVP gibt und die eine Hälfte der Regierung ist beschuldigt, die andere Hälfte der Regierung besteht aus Dilettanten, da muss man da mal ein bisschen drüber nachdenken. Und ich denke, vielleicht kommen wir da heute mal in der Diskussion der ganzen Sache auch etwas näher. Sie haben angesprochen, Herr Hanger, es ginge um ein Gesamtpaket. Offenbar wollen Sie den U-Ausschuss insgesamt reformieren. Unbedingt. Und heißt das, ich bringe jetzt nochmal die Wahrheitspflicht aus der B, die immer wieder in Diskussion steht, zuletzt trotzdem nochmal heute von Elisabeth Köstinger, von der Landwirtschafts- und Tourismusministerin. Soll die Wahrheitspflicht abgeschafft werden oder nicht? Das darf ich ganz eindeutig beantworten. Das sage ich jetzt als Fraktionssprecher unserer Fraktion. Die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss steht nicht zur Disposition. Für einen Abgeordneten gilt immer die Wahrheitspflicht im Plenum. Aber für Frau Köstinger schon. Aber das ist meine Position als Fraktionssprecher. Ich sage Ihnen, was mir wichtig ist beim Gesamtpaket, es gilt für die Auskunftsperson die Wahrheitspflicht. Der Herr Greiner, als derjenige zum Beispiel, darf ich jetzt herausnehmen, der darf alles dort machen. Der darf die Unwahrheit erzählen, er darf beleidigen, er darf unterstellende Fragen stellen. Wir führen unendliche Geschäftsordnungsdebatten. Wir brauchen schon eine ausgewogene Situation zwischen den Befragenden und der Auskunftsperson. Also die einzige richtige Beleidigung, die ich in dem Untersuchungsausschuss gehört habe, war der Präsident Sobotka vom Vorsitzpult aus, Herr Kollege. Hanger. Das sollte man schon nicht wieder vergessen. Ihre Meinung. Darf ich, wenn ich kurz ausreden darf, und da brauchen wir schon eine ausgewogene Situation. Weil es kann ja nicht so sein, dass eine Auskunftsperson stundenlang unter Druck gesetzt wird. Ich habe mir gestern Aber machen wir es konkret. Sagen Sie, was bräuchte es aus Ihrer Sicht? Es sind vier Dinge, die es bräuchte. Wir brauchen eine klare Definition des Untersuchungsgegenstandes bei aller Wertschätzung. Aber derzeit ist das Kraut und Rüben. Einmal ist es die Aare, dann ist es die Prigraf, dann ist es die ÖPAC und 100.000 andere Themen auch. Wir brauchen eine klare Definition des Untersuchungsgegenstandes. Wir brauchen, und da sage ich auch sehr offen, einen klaren Modus bezüglich Aktenlieferungen. Ich meine, der Verfassungsgerichtshof hat einen neuen Rechtsrahmen geschaffen, weil nicht nur abstrakt relevant, sondern alles zu liefern. Übrigens, wir haben mittlerweile Millionen von Seiten im Parlament, die zu analysieren sind. Also eine klare Definition diskutieren wir darüber, über die Aktenlieferungen.
Das Dritte ist, wir brauchen eine stärkere Position des Verfahrensrichters. Also ganz ehrlich, ich habe damals noch als Vorsitzender elendslange Geschäftsordnungsdebatten erlebt, wenn der Verfahrensrichter etwas entschieden hat. Das ist der dritte Punkt und der vierte? Und der vierte, der spricht dieses Thema an, diese Ausgewogenheit zwischen Auskunftsperson und dem Befragenden. Da brauchen wir klare Regeln, weil es kann ja nicht nur so einseitig sein, dass da 5 Stunden jemand ins Kreuzverhör genommen wird mit Unwahrheiten, mit Unterstellungen. Und derjenige, der befragt wird, der in dieser Situation ist, der ist strengstens unter Wahrheitspflicht, das soll auch so sein. Aber ich sage dann ganz ehrlich, ich habe gestern mit einem Verhörexperten gesprochen, man kann da in einer 4-stündigen Befragung jeder Mann, jeder Frau kann man da einen Widerspruch verheddern. Und über diese Dinge müssen wir reden. Nur so ist aus meiner Sicht ordentliche Kontrollarbeit. Gut, also hohe Regierungsverantwortliche haben ja wahrscheinlich auch eine Sorgfaltspflicht, auch wenn man dann 4 oder 5 Stunden befragt wird, immer die Wahrheit zu sagen. Natürlich. Ja. Frau Tomaselli, wenn Sie das hören, 4 Punkte. Also eine Reform, ist eine Reform nötig? Ich möchte das nur jetzt nicht in die Länge ziehen, aber ist das so? Ich würde es auch nicht in die Länge ziehen, weil mir ist schon klar, dass der ÖVP und auch dem Kollegen Hanger es unangenehm ist, dass wir über den Inhalt reden. Deshalb redet er lieber über die Form. Ich glaube nicht, dass die ÖVP jetzt ein glaubhafter Reformantreiber ist, wenn ich das so sagen darf. Mir wäre es wichtig, glaube ich auch, das ist auch im Sinne der Zuseherinnen und Zuseher, dass wir schon auch darüber sprechen, die vielen Erkenntnisse, die wir tatsächlich aus diesem Untersuchungsausschuss gezogen haben. Wir sind mit dem Ibiza-Video gestartet, das stimmt. Wir haben das uns so vorgenommen, gesagt, da gibt es diverse Aussagen von Hatzi Strache, jeder hat sie von uns noch in den Ohren. Und wir sind dann hergegangen und haben geschaut, stimmen diese Aussagen, sind die tatsächlich in Realität umgesetzt worden oder war das eine besoffene Prahlerei, wie er das gesagt hat. Und wo sind wir jetzt relativ am Ende und können sagen, ja, was Hatzi Strache damals angesprochen hat, das ist auch in die Realität umgesetzt worden. Von der ÖVP. Nur nicht alles von ihm und viel professioneller. Das kann man wohl sagen, weil im Grunde genommen, was wir gesehen haben, ist schon, dass unter Türkis-Blau, da wollte man ein politisches System installieren und das zwar übrigens still, heimlich und leise und eben nicht öffentlich, das vorbei an den Bedürfnissen der Bevölkerung geht, A, und B, auch vorbei an jeglicher parlamentarischen Kontrolle. Das ist der Kern dieses Untersuchungsausschusses. Aber da meinen Sie jetzt auch die ÖVP natürlich? Na, selbstverständlich meine ich auch die ÖVP. Und insbesondere das ÖVP-geführte Finanzministerium war geradezu eine Drehscheibe genau zur Installierung dieses politischen Systems unter Türkis-Blau. Die ÖBAG haben wir schon angesprochen, die ist ja jetzt in aller Munde. Aber da gibt es ja noch mehr, Operation Edelstein, wo man versucht hat, die Daten-Achilles-Verse der Republik an die teilprivate Post zu verscherben oder einem Thema, dem ich mich immer sehr widme, wenn es um Privatisierungen von Wohnbau geht, bei der Bundesimmobiliengesellschaft und. Diese Liste würde sich echt sehr, sehr lange erweitern lassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von den Kollegen vom... Ja. Die Kollegin Crisper, Kollege Hafner, Kollegin Kreiner sehr viel hören werden. So, bitte, Frau Crisper. Ich möchte ansetzen noch mal von dem Vorwurf, auch ganz kurz, aber gemeint, er wurde so unter Druck gesetzt. Also wir sind hier in einer der größten Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben wahrscheinlich bald diese Gesundheitskrise überstanden. Dann kommen die wirtschaftlichen Folgen. Genau, das sollten wir uns übrigens kümmern. Ich hätte mit Verlaub sehr Bauchweh und kein großes Vertrauen, dass alles sehr gut ausgeht, wenn unser Land im Moment in der Hand einer Person ist, die die Nerven wegschmeißt, weil wir einen Wursthimmel isst oder sonst irgendwas passiert im Untersuchungsausschuss. Nein. Und das hat er nicht getan. Er hat genau gewusst, was im Untersuchungsausschuss tut. Und das weiß auch, und das ist die Woche ja auch passiert, deswegen sitzen wir auch da, ein Bundesminister Blümel, dass er hier von Anfang an, Tag 1 des Untersuchungsausschusses, verpflichtet gewesen wäre, uns die Akten zu liefern und es nicht gemacht hat, sondern respektlos uns gegenüber sich verhalten hat. Erst geliefert hat, wo der VfGH entschieden hat, das steht uns zu, und der Bundespräsident eigentlich vor der Tür stand und mit Bundesheer der Polizei das exekutieren wollte. Das ist eine Respektlosigkeit und eine Verhöhnung der höchsten Instanz in unserem Land. Und darüber sollten wir reden, wie hier alles getan wird, damit die Kiese Familie, die jetzt schon zuhauf beschuldigt ist, von Sebastian Kurz angefangen, aber auch mit seiner ganzen Entourage, hier alles tut und sogar die Demokratie gefährdet, weil sie die Säulen des Rechtsstaates hier beschädigt. Hauptsache, sie kann sich schützen, und das ist eigentlich das, worüber wir hier reden sollten. Also,
Ich bleib dabei, weil jetzt ein direkter Vorwurf. Bitte. Aber er hat mich auch direkt angegriffen vorher und ich habe das Wort nicht bekommen. Ich bleibe dabei, aus den Wortmeldungen geht er ganz klar hervor, es gibt ein einziges Ziel, Kurz muss weg. Ich möchte nur klarstellen, dass der Herr Bundeskanzler jetzt nur eine oder auch der Herr... Herr Hanger, trotzdem eine Zwischenfrage. Unterstellen Sie der gesamten Opposition und vielleicht auch im Koalitionsplan, dass es einen Geheimplan gibt? Nein, ich unterstelle keinen, ist ja kein Geheimplan, nicht. Der ist ja ganz offensichtlich in diesen permanenten Wortmeldungen, in dieser Strategie, diesen Untersuchungsausschuss zu instrumentalisieren. Was ich sagen will, der Herr Bundeskanzler oder auch der Finanzminister, die können natürlich mit diesen Drucksituationen gut umgehen, die müssen das auch, die sind ja in der Spitzenpolitik. Also aber sie setzen unbescholtene Bürger da dramatisch unter Druck, die können dann wirklich aber Situation kommt, also dass er Mitarbeiter... Sie wirken beide ein bisschen weinerlich momentan. Nein, nicht weinerlich. Und mir geht es wirklich auch nur darum, dass es um berechtigte Schutzinteressen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht, die treten sie mit den Füßen, ich sage Ihnen das in aller Deutlichkeit, da wird unterstellend befragt. Das typische Beispiel ist für mich immer wieder, wenn längst entschieden worden ist, dass eine Frage zum Beispiel unterstellend ist. Sie kommt dann sofort wieder. Wir führen dann ewig und drei Tage Geschäftsordnungsdebatten darüber und da brauchen wir auch zum Beispiel eine stärkere Rolle des Verfahrensrechts. Aber Herr Hanger, was die Frau Crisper trotzdem gemeint hat, und das haben auch viele Kommentatoren, Chefredakteure etc. in ihren Leitartikeln, Chefredakteurinnen geschrieben, ist, dass der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, das ist zu liefern und man da bis auf den letzten Tag wartet. Und dass hier ein fehlender Respekt ist, auch der ehemalige ÖVP-Chef Mitterlehner hat das gemeint. Gibt es hier aus Ihrer Sicht einen fehlenden Respekt gegenüber Institutionen wie dem Parlament und dem Verfassungsgerichtshof? Man muss sehr klar dazu sagen, es ist ja nicht dazu, dass man bis zum letzten Tag gewartet hat, dahingehend, dass natürlich Aktivitäten gesetzt worden sind. Man wusste seit dem 13. März das Erkenntnis. Haben Sie Verständnis dafür, dass dieser Eindruck, dass hier ein Respekt fehlt gegenüber diesen Institutionen? In der Nachbetrachtung ein Buch von hinten lesen, da würde man manche Dinge anders machen, gar keine Frage. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Aktivitäten gesetzt worden sind. Der Herr Beschen wurde beauftragt, quasi hier eine Lösung zu finden, wie man einerseits, die persönlichen Interessen der Mitarbeiter schützt und andererseits die Akten liefert. Da geht es um einen Interessenskonflikt, da muss man bitte auch der Verfassungsgerichtshof hat das anders gesehen, bitte. Nein, das war eine klare Sache. Von Tag 1 haben sowohl Kurz als auch Blümel diesen Untersuchungsausschuss boykottiert und versucht, möglichst zu verhindern, dass wir irgendwelche Akten und Unterlagen bekommen. Und wir müssen wirklich wegen jedem Akt streiten, und zwar so weit, dass es bis der Bundespräsident quasi als Exekutor vor dem Finanzministerium steht und dann holt aus dem Keller die Akten, die dort seit Wochen vorbereitet sind, und schickt sie in Stufe 3 geheim. Diese Reformvorschläge, die jetzt gemacht hat, Herr Hanger, was wir brauchen, ist eine Kooperation. Nämlich die Kooperation, für die auch die Regierung verpflichtet ist, nämlich Akten und Unterlagen zu liefern. Und das ist mein 6. Untersuchungsausschuss. Das ist das erste Mal, dass wir nicht die Terminkalender bekommen vom Bundeskanzler mit den Terminen, die im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand stehen. Wir haben in der Vergangenheit immer von allen, wurscht ob das rote waren oder schwarze waren, haben wir immer alle Unterlagen, also auch die Terminkalender bekommen. Nur Kurz und Blümel sind der Meinung, die Regeln, die für alle gelten in diesem Land, gelten für sie nicht. Das ist das, was hier einfach passiert ist. Und das gab es bisher noch nie. Herr Hoffenegger. Ja, ich glaube, man muss sich wirklich anschauen, wie die ÖVP mit uns umgeht. Wenn man jetzt zum Beispiel die letzte Aktenlieferung aus dem Bundeskanzleramt sich anschaut, dann sind da total skurrile Sachen dabei. Zum Beispiel eine Einladung zur Krapfenparty von der FCG. Mit dem werden wir bespaßt. Dann ist noch ein E-Mail dabei, das mir aufgefallen ist. Da geht es zum Beispiel um die Verteilung von Stehkalendern 2020. Und das Allerbeste war, Game of Thrones warten auf die letzte Staffel, wie man mit welchen 5 Serien man dieses Warten noch überbrücken kann. Also so spielt man mit uns Katz und Maus, und das sind die Dinge, die uns der Bundeskanzler auf der einen Seite liefert. Auf der anderen Seite sind aber, wie der Kollege Krein auch gesagt hat, wirklich wesentliche Aktenbestandteile geschreddert worden oder privat verwendet worden, wie auch immer. Diese typischen Unterstellungen. Ja, selbstverständlich ist geschreddert worden. Hat doch der Herr Bundeskanzler und seine Mitarbeiter selbst gesagt, dass sie sofort Terminkalender vernichtet haben und so weiter und so fort. Und das macht es natürlich schwer, die Arbeit der Bundesregierung nachzuvollziehen oder das, was der Herr Bundeskanzler gemacht hat. Wir sehen aber trotzdem eines, weil so viel schreddern konnte nicht einmal der ÖVP, und das ist auch gut so. Wir haben auf jeden Fall gesehen, als ehemaliger Koalitionspartner, und da wünsche ich den Grünen noch viel Spaß, wie die ÖVP hinter unserem Rücken agiert hat. Das heißt, die ÖVP hat wirklich die Republik verschachert, aber an sich selber. Wenn wir uns die ÖPAG anschauen, wie man da vorgegangen ist, wie man sich da dort wirklich alles
zurechtgemacht hat. Ja. Alle anderen Bereiche, wo man sich wirklich dort und da einen tiefen Staat zusammengezimmert hat, das ist das, was wir jetzt von der ÖVP sehen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Untersuchungsausschuss politisch vor allem eine Aufgabe hat, dass wir schlussendlich sehen, es sind sehr, sehr viele saure Wiesen von der ÖVP angelegt worden, die man jetzt trockenlegen muss. Und deswegen sage ich immer wieder, auch wenn der Bundeskanzler, ich bin gleich fertig, jetzt vielleicht schon wieder vor einer Handlungsunfähigkeit mit seiner Regierung steht, machen wir doch einen Cordon Sanitaire, versuchen wir nicht in Neuwahlen zu schlittern, sondern gehen wir her, bestellen wir eine Expertenregierung und räumen wir einmal das zusammen, was der ÖVP momentan hinterlassen hat. Denn ich sage, da riecht es gewaltig nach Korruption und da wird sicher viel zu tun geben. Die FPÖ legt Sümpfe trocken. Ich habe Ihnen das schon mal gesagt, Herr Hafenecker, der Ernst Strasser ist, so, bitte, ich, Herr Hafenecker, jetzt ist der Hanger am Wort. Jetzt ist der Hanger am Wort, bitte. Zu den Aktenlieferungen. Sie hätten vom Ernst Strasser lernen müssen. Aber den haben Sie wieder vergessen, Herr Hanger, oder? Ein Zwischending, weil es ja wirklich so auch, Sie alle wollen einen neuen und guten politischen Stil. Und Hannah Arendt, die Philosophin und politische Theoretikerin, die hat ja ein Essay geschrieben über Wahrheit und Politik 1969. Und da hat sie geschrieben, die Diskussion, der Austausch und Streit der Meinungen seien das eigentliche Wesen allen politischen Lebens. Und nachdem Sie alle diesen politischen Stil wollen, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt damit beginnen, einander eben zuhören und ausreden lassen. Bitte. Und ich habe auch bei meinen Reformvorschlägen schon sehr klar gesagt, unter Punkt 2, wir müssen ein klares Prozedere finden, was die Aktenlieferungen betrifft. Das würde ich wirklich ordentlich diskutieren wollen. Wir haben einen neuen Rechtsrahmen durch die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes. Der Herr Hafenecker kritisiert wieder, es muss alles geliefert, dann wird halt alles geliefert. Dann wird alles geliefert, passt wieder nicht. Aber wirklich, ich würde mir wünschen, vernünftigen Dialog darüber, wie wir diese Aktenlieferungen ordentlich organisieren, damit das passt. Vielleicht finden wir sogar Möglichkeiten, die Wege der Digitalisierung zu nutzen, weil wirklich Millionen von Seiten Aktenmaterial, wer soll denn das noch verarbeiten, abgesehen von den Kosten? Ich meine, das verursacht ja dramatische Kosten. Und ich dachte jetzt, Herr Hanger, dass Sie erwidern, was wegen dem Vorwurf an die ÖVP, wegen der ÖPAG. Also jetzt könnte man zum 30. Mal die ÖPAG wieder diskutieren. Ich mache das gerne, weil ich bin heute noch tief davon überzeugt, dass das Bestellungsverfahren in der ÖPAG professionell passiert ist. Das ist Ihr Problem, dass Sie das glauben. Die SPÖ-Präsidentschaft der Gewerkschaft hat sehr klar gesagt, das ÖPAG-Gesetz ist ein gutes. Er würde das genauso wieder machen, wie wir es damals gemacht haben. Und auch die Bestellung, das hat der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖPAG bestätigt, der Herr Kern. Das wurde nach internationalen Standards durchgeführt. Herr Schmidt musste durch ein Hearing-Verfahren, Nominierungskomitee, das war professionell. Über alles, was davor passiert ist, mag man diskutieren, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber das Bestellungsverfahren war sehr in Ordnung. Jetzt würde ich gern über die Konsequenzen diskutieren, die je nachdem eben, was passiert, wenn es nämlich zu einer Anklage, wenn der Strafantrag eingebracht wird und es zu einer Anklage kommt, wo ist die rote Linie aus Ihrer Sicht? Sie sagen ja, Herr Greiner, die rote Linie ist schon bei der Anklage, da müsste der Kanzler zurücktreten. Ja, aber das ist Unschuldsvermutung gilt, ja, bis man verurteilt ist. Das ist aber in der ganzen Zweiten Republik die rote Linie gewesen. Für alle obersten Organe, für alle Regierungsmitglieder, übrigens auch für Landeshauptleute in der Vergangenheit. Das wurde auch von der ÖVP so eingefordert, noch vor wenigen Jahren. Da hat es Ermittlungen gegen den damaligen Bundeskanzler Faymann gegeben. Da hat die ÖVP gesagt, bei Anklage muss er zurücktreten. Die SPÖ hat ihm nie widersprochen, weil das einfach der Konsens war in der Zweiten Republik, bei Anklage muss ein Regierungsmitglied zurücktreten, weil Regierungsbank und Anklagebank, das geht nicht. Eines von beiden. Und wenn man auf der Anklagebank sitzt, dann kann man nicht auf der Regierungsbank sitzen. Jetzt ist schon auffällig in den Diskussionen, dass man eigentlich seit Jahrzehnten darüber diskutiert hat, gibt es eine politische, eine moralische Verantwortung weit vor dem Strafrecht. Und jetzt wird diskutiert, ob das Strafrecht in welcher Form auch immer plötzlich eine Grenze darstellt. Frau Tomaselli, die Grünen sind angetreten immer als Sauberkeitspartei, sind dafür gewählt worden. Das ist in der DNA der Grünen, kann man sagen. Wo ist denn hier die Grenze aus Ihrer Sicht? Wo ist die rote Linie? Die Clubchefin Sigi Maurer hat gesagt beim Finanzminister Blümel, er müsste zurücktreten bei einer Anklage. Wo ist denn die rote Linie beim Bundeskanzler Kurz? Mhm.
Nein, Sie sagen es. Und für mich ist es und für uns Grüne ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Grenze in der Politik natürlich nicht das Strafrecht ist. Da gibt es ganz viel, was davor ist. Das ist klar. Und das ist auch meine Aufgabe, glaube ich, heute auch über diese grüne Haltung zu reden. Für uns wäre, wenn die so ein Fall eintreten würde, wäre auch der Fall sehr, sehr klar. Also wenn es unsere Ministerinnen und Minister betreffen würde, gäbe es da keine Sekunde darüber nachzudenken, dass man auch in entsprechende Konsequenzen ziehen muss. Ne? Das heißt, bei einer Anklage zurücktreten? Ich bin hier heute auch nicht da, um zu spekulieren. Ich glaube, das Wichtige, und das sieht man auch bei dieser Diskussion, ist... Aber ich mache es dann nur fest, weil trotzdem eines, was auch immer zu den Grünen gehört hat, ist klare Worte finden. Ja. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde es jemanden von den Grünen Minister und der Ministerinnen treffen, dann müsste man bei einer Anklage zurücktreten, sagen Sie es klar. Schauen Sie, Frau Reiter, ich glaube, unsere Klubobfrau Sigi Maurer hat auch klare Worte gefunden. Ich finde es auch gut, dass sie das getan hat, weil es selbstverständlich Grenzen der Amtsfähigkeit sind. Jetzt möchten Sie gerne, dass ich mich heute auf eine Spekulation einlasse. Das tue ich nicht, das kann ich Ihnen auch sagen, weil es mich auch... es wundert mich auch jedes Mal, wenn die ÖVP in eine öffentliche Kritik kommt, und das tut sie zahlreich und im Übrigen auch zu Recht, ist die nächste Frage an die Grünen, ja, was tun sie, was ist die Grenze, gehen sie jetzt aus der Koalition oder bleiben sie drin und wie auch immer. Und ich frage mich schon eigentlich, wieso, weil ich bin überzeugt davon, dass es ja die Grünen sind, die eigentlich diese ganzen Ermittlungen, die jetzt stattfinden, überhaupt möglich machen, dadurch, dass man die Justiz beschützt. Und es sind auch die Grünen, die eben dazu schauen, dass man ein Verfahren dieser Art, und das ist wohl ein Novum, dass ein Bundeskanzler beschuldigt ist, eben nicht der Schlag. Und es sind auch die Grünen, die versuchen auch eine gewisse Sachlichkeit in die Diskussion reinzubringen. Ist das immer einfach? Nein. Geht es auch darum, wie es mir damit geht? Auch nein. Aber ich möchte Ihnen auch in aller Klarheit sagen, ich bin nicht die Erziehungsberechtigte des Bundeskanzlers und ich bin heute auch nicht da, um irgendwelche Haltungsnoten zu vergeben. Aber sagen Sie jetzt nichts Klares aus Koalitionsräson? Nochmals, ich kann das nur wiederholen. Ich bin hier heute nicht und auch sonst nicht die Erziehungsberechtigte des Bundeskanzlers. Was ich Ihnen vergewissern kann, ist, dass die Justiz vor allem unter der Führung von Alma Sadic alles und wirklich alles dafür tun kann, dass die Justiz ganz unbehelligt, ohne Zwischenrufe, Klammer auf, wie das früher war, auch ermitteln kann, selbst wenn solche Personen davon betroffen aber sind. Aber beim Finanzminister Blümel bleibt das, was die Clubchefin gesagt hat. Sollte es eine Anklage geben, müsste er zurücktreten. Ich habe es anfangs gesagt, die Kollegin... unsere Klubobfrau Sigi Maurer hat sehr, sehr klare Worte dazu gefasst. Herr Hanger, Rainer Nowak von der Presse hat heute in seinem Leitartikel geschrieben, ein strafrechtlich verurteilter Kanzler wäre nicht zu akzeptieren, selbst wenn der Grund vielen als nichtig erscheint. Jetzt wissen wir nicht, eben, ob es einen Strafantrag gibt, zur Anklage kommt, ob er möglicherweise verurteilt wird. Aber wenn es so weit kommen würde, was sagen Sie? Sind Sie der Meinung von Rainer Nowak? Also soweit ich die Akten kenne, und ich habe natürlich diesen Strafantrag damit, kann ich mir beim besten Willen gar nicht vorstellen, dass es zu einer Anklage kommt. Weil aus meiner Sicht dieses wirklich Wortglauberei, was wäre, wenn Fragen. Also ich bin überzeugt, dass es dazu nicht kommen wird. Es sind Wortglaubereien, es sind Haarspaltereien, wir diskutieren Doppel-Nein oder Ja. Und wie wird das ausgelegt? Ja, Gernot Bauer vom Profil hat das zum Beispiel sehr klargestellt, dass eine doppelte Verneinung ein Ja ist. Und das ist übrigens schon nicht der Hauptverhalt im Akt. Heißt das, dass Sie der Justiz in diesem Fall vorwerfen, dass Sie die Worte des Kanzlers im Mund verdrehen? Ich mache der Justiz keine Vorwürfe, ich beiße mir da die Zähne zusammen. Sie zeigen aber sie nur an, wenn es notwendig ist. Diesen Ermittlungsakt, wenn ich mir den anschaue, da fällen mir wirklich auch viele Widersprüchlichkeiten auf, die ich nicht näher kommentieren will. Es sind Wortspielereien, es sind Haarspaltereien, mit denen da umgegangen wird. Der Gernot Bauer vom Profil hat das wunderbar aufgelöst, dass natürlich ein Nein auf nie ein Ja ist zum Beispiel. Das ist der Hauptverhalt auch bei diesem Thema. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es zu einer Es geht ja nicht nur um das Nein, wo diskutiert wird, sondern
sondern um einen Gesamteindruck. Der Hauptverhalt. Aber ich versuche es dennoch noch einmal, genauso wie bei der Frau Tomaselli. Was ist aber, wenn es doch zu einer Anklage und zu einem Prozess kommt? Was dann? Also in meiner Gedankenwelt gibt es diese Frage nicht. Ich gehe sehr davon vorausschauend, aus, Sie sind ein Politiker. Aber das ist jetzt alles hohe Spekulation. Ich gehe davon aus, dass das nicht so sein wird. Und deshalb stelle ich mir die Frage an. Aber Frau Reiter, darf ich Frau Christ meine Frage stellen? Nein. Ist das möglich? Eigentlich nicht. Nein, Frau Crisper, was auch auffällig ist, Sie haben, die Neos haben nicht noch ganz klar gesagt, wo da die rote Linie ist. Sie haben zuletzt einige Rücktritte verlangt in den vergangenen Monaten. Innenminister Nehammer, auch die Frau Ministerin Schramböck wegen des Kaufhaus Österreich, aber nicht beim Bundeskanzler, wenn es zur Anklage kommt. Nein, für uns ist ganz klar, wenn es zur Anklage kommt, muss er selber, wie auch Tomaselli richtig sagt, mal selbstreflektierend als ÖVP ohne Hilfe der Grünen klar sich überlegen, was sie für Konsequenzen zu ziehen sind. Und ich muss auch sagen, es geht ja nicht nur um die Ebene jetzt der Strafrechtlichen, sondern wie ich vorher ausgeführt habe, um die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich in dieser Lage bin als ÖVP, dass immer mehr meiner Entourage hier als Beschuldigte geführt wird. Lasse ich die Justiz arbeiten oder nicht? Und wenn der Herr Hanger sich heute auf die Zähne beißt, der Kanzler hat sich vor mehr als einem Jahr nicht auf die Zähne gebissen, seit dem Hintergrundgespräch vor mehr als einem Jahr, ist klar, dass hier von ihm abwärts chronisch eine Diffamierungskampagne gegen die Justiz gefahren wurde, nämlich insbesondere gegen die Korruptionsermittler, für den Fall, dass die ÖVP in den Fokus der Ermittlungen kommt. Und das ist nun der Fall. Und im Parlament wiederum wird auch versucht, die Arbeit, die Aufklärungsarbeit zu behindern, indem uns Akten nicht geliefert werden, indem man sich nicht erinnert, indem man, wie der Kanzler vermeintlich, vermutlich falsch ausgesagt hat und nicht die Wahrheit gesagt hat. Und da ist auch die Frage, wie geht man mit jemandem um, der sich so verhält? Wie kann man so jemandem vertrauen? Abseits aber heißt das, Sie wären, weil es gibt ja noch etwas dazwischen, der ehemalige ÖVP-Chef Mitterlehner hat das gemeint mit ruhend stellen. Wäre das, wo Sie sagen, das müsste passieren? Bei einer Anklage ist für uns auch klar, dass er von sich aus sagen sollte, dass das so nicht geht. Dass er zurücktritt. Ja. Also es ist klarer, wenn Sie es aussprechen. Ja. Ja. Herr Hafenecker, Sie haben eben diesen anderen Plan quasi vorher gesagt, nicht also mit Rücktritt. Sie haben ja, morgen gibt es ja eine Sondersitzung des Nationalrates. Da versuchen Sie ja auch eine Ministeranklage, glaube ich, einzubringen gegen den Finanzminister. Aber eben auch ein Misstrauensantrag steht zur Debatte. Was werden Sie tun? Ja, wir werden morgen noch in der Clubsitzung besprechen, was wir jetzt konkret einbringen. Die Diskussion ist bei uns noch nicht abgeschlossen. Ich gehe aber davon aus, dass es zwei Misstrauensanträge geben wird gegen den Bundeskanzler Kurz, aber auch gegen Gernot Blümel. Einfach deswegen, weil für uns die Grenze schon längst überschritten ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch die Grünen da nicht aus der Verantwortung entlassen. Die zwar jetzt, Kollegin Tomaselli sitzt zwar jetzt da und sagt, sie ist nicht die Erziehungsberechtigte vom Bundeskanzler. Das stimmt schon. Aber der Anstand würde Grün wählen. Das war ihr Wahlspruch. Und es ist natürlich die Frage, wie viel Anstand haben die Grünen, wenn sie Beitragstäter der ÖVP sind, nach wie vor in dieser Koalition. Also ich denke, auch als Koalitionspartner muss man sich irgendwann einmal überlegen, wie lange kann ich der ÖVP noch die Mauer machen, um selber nicht Schaden zu nehmen. Und ich glaube, die Grünen haben es auch intern schwer genug, das alles noch zu rechtfertigen, was hier mit Gernot Blümel passiert ist, was hier der Bundeskanzler mit dem Parlament aufführt. Und ja, und auch die ständigen Angriffe gegen die Justiz, die Kollegin Crisper hat sie bereits gesagt, die sind ja nicht ohne. Also wenn ich mir überlege, was die Frau Ministerin Edtstadler vor kurzem noch gesagt hat über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und sie ist selbst mit ihrem Marschallposten da drinnen stellvertretende Leiterin und hat dann den Mut, noch solche Äußerungen von sich zu geben, ein direkter Angriff der Regierung auf die unabhängige Justiz, da sieht man schon, auf welchen Fronten die ÖVP hier überall unterwegs ist. Das eine ist Stören des Untersuchungsausschusses, das andere ist Attackieren und ständiges Attackieren der Justiz und insgesamt also ein System von Checks and Balances in Frage zu stellen. Und ich glaube, da sollten wir aufpassen. Da sind wir wieder beim grünen Anstand. Ich weiß nicht, wie lange ich als Koalitionspartei das noch so aufrechterhalten könnte, was die Grünen nach wie vor tun. Frau Tomaselli. Das,
Also das ist ja nett, dass Sie sich Sorgen machen um die Grünen, Kollege Hafenecker. Aber nicht, dass wir aus dem Parlament rausfliegen. Der Fall ist ja sehr, sehr klar. Wir sind angetreten, saubere Umwelt, saubere Politik. Und saubere, ja, aber saubere Politik kann man mit der ÖVP doch nicht machen. Das müssen Sie ja erkannt haben. Ausreden lassen, Herr Hafenecker. Das ist aber nett, dass das gerade Sie sagen. Das ist mein tägliches Geschäft im Untersuchungsausschuss, das wissen Sie. Wir sitzen ja dort gemeinsam, da nehmen wir uns auch kein Blatt vor den Mund. Alles wird aufgezeigt. Und das andere, und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wesentlich, im Justizministerium sitzt eine grüne Justizministerin, die wichtige Reformen bereits angestoßen hat, Berichtspflicht abgeschafft. Im Übrigen glaube ich auch eine Erkenntnis, die auch wir gewonnen haben im Untersuchungsausschuss. Auch ein gewisser Sektionschef sitzt dort nicht mehr an den Schalthebeln. Und da traue ich mich schon zu sagen, dass diese Ermittlungen, diese zahlreichen Ermittlungen, es geht ja nicht nur um die jüngste vom Bundeskanzler, sondern wir haben heute eh schon viel dazu gehört, dass das gar nicht möglich gewesen wäre, wenn dort nicht Alma Sadic sitzt, die schützende Hand auch wirklich vor die Justiz, dass die unabhängig bitte und ohne jeglichen Zuruf, und das ist auch ganz neu, arbeiten kann. Nur Frau Thomaselli, ist möglich. Aber diesen Sektionschef hatte Frau Sadic vorher schon verlängert. Frau Thomaselli, zur Konkretisierung auch, weil das interessiert alle, gerade nach einem Jahr Pandemie etc., ob es im Herbst vielleicht wieder Neuwahlen gibt. Also machen Sie einer eventuellen Neuwahl jetzt eine Absage? Nochmals, ich glaube, und das ist eben auch wichtig für einen funktionierenden Rechtsstaat, ich weiß schon, der Kollege Hanger beklagt sich immer gerne über Anzeigen, aber wir leben halt auch in einem Staat, wo es das Recht ist, für jedem und jeder eine Anzeige erstellen. Und es ist aber auch genauso gerecht, dass die Justiz dann darüber entscheidet, ob eine Anzeige gerechtfertigt ist. In dieser Causa Prima hat sie das im Übrigen. Sie hat sich die Fakten angeschaut, ist der Meinung, da ist genug da, um weitere Ermittlungsschritte zu setzen. Und genau an diesem Punkt sind wir nämlich jetzt. Die Justiz muss jetzt alle weiteren Ermittlungsschritte durchführen und das im Übrigen unabhängig und komplett seriös. Schließen Sie Neuwahlen aus? Nochmals, ich werde Sie wollen nicht darauf antworten. Ich habe es versucht. Der Herr Greiner ist dran, sind Sie dran, bitte. Also ich meine, einerseits stimmt das, was hier viele gesagt haben, dass natürlich die ÖVP seit über einem Jahr immer wieder Attacken reitet gegen die unabhängige Justiz, vor allem gegen die Korruptionsermittler. Und zwar vom Bundeskanzler abwärts mit Eilpressekonferenzen, wo sie versuchen, die, und das halte ich ja für gefährlich, rechtsstaatlich, wenn eine Regierungspartei die Justiz derartig attackiert. Aber entscheidend beim Untersuchungsausschuss, ganz ehrlich, ich mische mich da nicht ein in das, was die Justiz macht, die ermitteln. Mhm. Das ist deren Aufgabe. Ich weiß nicht, ob es zu einer Anklage kommt. Wenn ich das lese, denke ich mir ja, weil wenn man das liest, weiß man, und wir waren ja im Untersuchungsausschuss, wir wissen, dass das, was der Bundeskanzler für ein Bild von sich selber gezeichnet hat, was die ÖBAG betrifft, ganz ein anderes ist, als wenn man die Chats liest, wo man nämlich sieht, nicht, dass er passiv informiert war, ab und zu hat jemand ihn um einen Rat gefragt und er hat sich im Wesentlichen aus der Zeitung informiert, sondern er hat die Fäden gezogen, am Ende hat er die Entscheidungen getroffen. Und das ist ein ganz anderes Bild. Und das macht jetzt die Justiz daraus, was sie für richtig hält. Aber für uns sind ja die Erkenntnisse, die wahren Erkenntnisse ein paar Sachen wurden hier schon angesprochen. Und eine Sache halte ich für ganz, ganz wichtig. Und das ist, wir kennen ja alle die Aussage, gib jemandem Macht und dann zeige ich dir seinen Charakter. Und das Erschreckendste für mich ist einfach ein Chatverlauf, wo man sieht, dass nach Kritik der Kirche an der Asylpolitik der Regierung der Bundeskanzler, zwei Beamte aus dem Finanzministerium mehr oder weniger im Auftrag des Bundeskanzlers zur Bischofskonferenz gehen und die dort einschüchtern, indem sie ihnen mehr oder weniger vorrechnen, jetzt kommt eine Steuerreform und die wird so und so viele Millionen Euro mehr Steuern zahlen. Und das Verräterischste daran ist die Sprache.
wie nämlich, also wie er sagt, heute ist dieser Termin, der Kanzler weiß sofort, worum es geht, weil das ist ja offenbar in seinem Auftrag und das machen wir, dann kommt sofort von ihm, ja, super, bitte Vollgas. Und dann wird vermeldet, wir haben das getan und der Herr Bischof war am Anfang rot, dann wurde er blass und am Schluss hat er gezittert und dann machen sich, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, aber blöde junge Burm darüber lustig, dass ein Bischof zuerst rot, dann blass und dann zittrig wird und der Bundeskanzler schreibt dann zurück, super, danke vielmals, danke vielmals. Das ist wirklich erschreckend und ich weiß ja, man kann das ja zum Beispiel in den Vorarlberger Nachrichten heute nachlesen, dass die stellvertretende Vorsitzende der ÖVP, also die Stellvertreterin von Kurz, selber sagt, ja, da ging es darum, die Kirche einzuschüchtern. Und das finde ich ja erschreckend, diesen Umgang mit der Macht von Herrn Bundeskanzler Kurz, wie die ganz brutal ausgenützt wird und wie Kritiker mundtot gemacht werden und bedroht werden. Und das finde ich wirklich eines der erschreckendsten Erkenntnisse dieses ganzen Untersuchungsausschusses. Man sieht jetzt an der letzten Wortmeldung vom Herrn Kollegen Greiner, dass er keine neuen Themen mehr hat, weil das diskutieren wir schon seit Wochen. Der Kanzler hat das längst ausdiskutiert mit der Kirche, das möchte ich in aller Deutlichkeit festhalten. Er hat noch nicht öffentlich dazu Stellung genommen, noch kein einziges Mal. Man kann auch intern Dinge klären. Die Diskussion zeigt einmal mehr, es gibt ein großes Ziel, Kurz muss weg und da ist ihnen jedes Mittel recht. Und die Demokratie aus meiner Sicht gehört geschützt, darf ich auch ausreden jetzt? Kein Ständerstaat 2.0. Ausreden? Das ist das einzige Ziel, das sie haben. Aus meiner Sicht ist es ein Neidkomplex, der da ist, weil sie weit und breit in ihren Parteien einfach nicht diese Führungspersönlichkeiten haben. Das halte ich fest. Und Frau Crisper, das ist mir jetzt wichtig. Wie halten Sie es persönlich mit der Wahrheitspflicht? Darf ich das fragen? Wir machen morgen um 10 Uhr eine Pressekonferenz. Da werde ich wasserdicht beweisen, dass Sie die Unwahrheit gesagt haben. Es geht darum, dass Sie eine Klage eingebracht haben, wo Sie dezidiert in Abrede stellen, sich mit einer Auskunftsperson getroffen zu haben. Auf der anderen Seite haben wir ein Urteil, wo ganz klar drinnen steht, dass Sie sich getroffen haben. Also wie ist das mit der Wahrheitspflicht? Haben Sie da die Wahrheit gesagt oder wie darf ich das sehen? Ich bin aktive Klägerin. Ja, genau. Weil mich ein Medium unterstellend so dargestellt hätte, als hätte ich mich abgesprochen. Und das lasse ich mich unterstellen. Und demnach habe ich geklagt und gehe in Berufung. Und das ist ein medienrechtliches Verfahren, Herr Kollege. Nein, aber darf ich das erklären? Billige Nein, das ist keine billige. Da gibt es eine Klage, wo Sie dezidiert sagen, Sie haben die Auskunftsperson nicht getroffen, steht in der Klage drinnen. Im Urteil geben Sie da sogar selber zu, ihn getroffen zu haben. Das ist ganz klar. Um die Unterstellung. Aber ich werde die Akten morgen vorlegen. Und dann können Sie überlegen, wie Sie mit der Wahrheit umgehen. Das nehme ich dann nicht. Sie haben das gedacht. Moment, stopp. Wenn Sie so einen schweren Vorwurf hier äußern, morgen eben diese Pressekonferenz, die Frau Crisper hat jetzt gesagt, haben Sie die Wahrheit gesagt oder nicht? Ich habe die Wahrheit gesagt. Ehrlich, dann werde ich morgen das Gegenteil beweisen. So, dann wäre das gehört. Eine Frage jetzt dazwischen, nicht nur jetzt wegen der Neuwahl. Was auch auffällt, ist einfach, dass einige in der ÖVP immer wieder einen Unterschied machen zwischen dem Willen des Volkes und dem Parlament. Jetzt ist aber das Parlament ja die gewählte Volksvertretung. Sehen Sie das auch so, dass man das immer so auseinander dividiert? Nein, wir sind ja auch die stärkste Fraktion mit Abstand im Parlament und wir bringen auch dort den Willen des Volkes zum Ausdruck. Da sehe ich keinen Widerspruch. Es geht natürlich immer auch um Mehrheiten, gar keine Frage. Man braucht in einer Demokratie auch Mehrheiten, deshalb gibt es auch Koalitionen. Ist ja das sehr entspannt. Natürlich, es braucht Mehrheiten und der Wille des Volkes wird im Parlament zum Ausdruck gebracht. Also Sie pfeifen halt dann und aufs Parlament. Neuwahlen, also wie schaut es mit Neuwahlen aus? Also wir streben keinesfalls Neuwahlen an. Ich glaube, den Österreicherinnen und Österreichern interessiert, wie wir jetzt bestmöglich nach hoffentlich dem Ende der Pandemie jetzt diesen Comeback-Plan machen. Wir müssen den Arbeitsmarkt ankurbeln. Es gibt ein ganz tolles Regierungsprogramm, meiner Meinung nach. Wir sollten zum Beispiel über die Ökologisierung des Steuersystems intensiv diskutieren. Meiner Meinung nach sollten wir uns den Zukunftsaufgaben zuwenden. Ich halte die Koalition mit den Grünen nach wie vor sehr spannend, für sehr, sehr innovativ. Da gibt es auch einen guten fachlichen Diskurs. Im IBIZ-Untersuchungsausschuss sind wir uns nicht immer einer Meinung, das muss man auch sehr offen sagen. Aber ich glaube, den sollten wir abschließen und wir sollten uns der inhaltlichen Arbeit zuwenden. Das erwarten sich übrigens die Österreicherinnen und Österreicher auch. Aber weil Sie immer der Opposition vorwerfen, Kurz muss weg. Ja, das sieht man ja ganz deutlich, oder? Aber
Würden Sie das auch der Justiz vorwerfen? Denn trotzdem weiß ja niemand, wie es jetzt weitergeht oder ausgeht. Aber sollte es zu einer Anklage kommen, zu einer möglichen Verurteilung, würden Sie dann der Justiz unterstellen, dass sie Politjustiz betreibt? Also ich bin ein großer Freund der Gewaltenteilung in Österreich zwischen Parlament, unabhängige Justiz und natürlich der Exekutive. Da braucht es gegenseitige Kontrollrechte. Wieso haben Sie dann unabhängige Justiz angezeigt? Das darf ich erklären, das hat einen ganz einen speziellen Grund. Wir haben einen Erhebungsbericht bekommen ins Parlament mit 635 Seiten, Chat-Auswertungen. Ich sage Ihnen tatsächlich, bei einer freundlichen Bewertung sind da vielleicht 5 Seiten relevant für den Untersuchungsgegenstand. Und ich verstehe diese Anzeige als Aufforderung. Ja, halt, bitte, das wieder nein, eine andere nein, ja, aber da nur auch da zum, aber Herr Hanger, nein, gut, nein, aber kann die Frau Tomaselli trotzdem Sie haben vorher das Recht nein, gehabt. Nein, da werden... Herr Hanger, das können Sie jetzt sagen, trotzdem, ich habe die Diskussionsleitung, aber nachdem ihr zwei da geredet habt, möchte ich nur jetzt dazwischen, weil sonst versteht man das nicht, Frau Tomaselli, was war das für eine Anzeige gegen die WKSDA durch die ÖVP, nur damit man es versteht? Ja, das ist, liegt noch gar nicht weit zurück. Gehen wir in diese Woche, als sozusagen Van der Bellen als Exekutor des Verfassungsgerichtshofes eine Pressekonferenz machen musste, weil das Finanzministerium gedacht hat, sie müssen nicht wie alle anderen in diesem Staat einem Verfassungserkenntnis folgen. Sie wissen, Sie kennen die Bilder. Man hat dann schlussendlich die Kartons vor die Türe sozusagen geworfen. Und immer in so einem Fall ist es eine beliebte Taktik, eben auch vom Kollegen Hanger, mal einen ordentlichen Nebenschauplatz aufzumachen. Es gab eine Pressekonferenz und auf dieser Pressekonferenz hat er großartig angekündigt, er werde die WKSDA, er wird eine Sachverhaltsdarstellung einbringen wegen Amtsmissbrauch, weil er der Meinung war, es wurden zu viele Verletzungen des Amtsgeheimnisses, es wurden zu viele Akten an den Untersuchungsausschuss okay, gut, dann noch kurz eine Replik drauf. Unangenehm ist, die ganzen Chats. Also wir haben die Situation im Untersuchungsausschuss, dass die Strache-Chats bis heute nicht geliefert worden sind. Keiner versteht das, keiner. Der Urheber dieser ganzen Causa vor Ort, Ibiza, wieso werden die Strache-Chats nicht ausgewertet? Weil die ÖVP die Justiz mittlerweile überlastet mit ihrer Korruptionsanfälligkeit. Das ist das Problem. Heute sind Sie ein bisschen unruhig, finde ich, aber okay. Nein, der Anzeige, der ständig redet, sind Sie, Herr Kollege Hanger. Also ich lasse Sie zumindest ausreden und Sie mich nicht. Das ist nur zur Klarstellung, okay? Und das zweite Thema nur zur Klarstellung. Es geht um diesen Erhebungsbericht, 635 Seiten. Abstrakt relevant, ein sehr dehnbarer Begriff. In unserer Einschätzung nach, und diese Chats wurden übrigens auch nie thematisiert, also offensichtlich steht da nichts Interessantes drinnen, sind vielleicht 5 oder 10 Seiten tatsächlich relevant für den Untersuchungsgegenstand. Und unsere Juristen sagen mit einer Eindeutigkeit, dass hier persönliche Rechte von Personen, weil du stehst in den Chatverlauf drinnen, das aber wird den Medien zugespielt. Aber nur zusammengefasst, wir sind eigentlich am Ende der Sendung angelangt, zusammengefasst. Sie haben es am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, Sie vertrauen dennoch. Sie haben gesagt, Sie haben Vertrauen in die unabhängige Justiz. Das betrifft alle. Sie haben auch hundertprozentiges Vertrauen in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Also ich darf natürlich auch die Möglichkeit als Mandatar, ich muss die Möglichkeit haben, auch eine Anzeige an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt richten zu dürfen. Ich glaube, das ist das Normalste in einem Rechtsstaat. Ich würde mal sagen, vereinzelt gibt es Irritationen in Richtung der WKSDA, aber grosso modo bekennen wir uns natürlich auch zur unabhängigen Staatsanwaltschaft. Nur kurz. Die Chats sind deswegen noch nicht geliefert von Strache mit jeweiligen Korrespondenten, weil wir zuerst den Antrag gestellt haben, die Schmidt-Chats zu erhalten. Aber könnte man Prioritäten setzen, was wichtig ist und was nicht? Ein Konsultationsverfahren mit der Justiz auch. Das heißt, die konnten gar nicht geliefert werden und die Ressourcen der WKSDA sind enden wollend und unsere Anträge priorisierend zu behandeln. Auf jeden Fall werden wir, aber vor allem Sie sehen, ob irgendwann eben diese Untersuchungsausschüsse öffentlich übertragen werden, damit sich jeder ein Bild machen kann oder ob es dabei bleibt, dass dem nicht so ist. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion, Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Nach uns sehen Sie den Doc-Film anlässlich des 75. Geburtstages von Cher, Dear Mom, Love Cher, und danach den Film Mondsüchtig. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.